Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Bestandteilen eines Kaufvertrages. Hierbei können wir zuerst einmal unterscheiden zwischen gesetzlichen Bestandteilen und zusätzlichen kaufmännischen Bestandteilen. Zu den gesetzlichen Bestandteilen zählen einerseits einmal die Warenart, also hierunter wird vor allem die Qualität der Ware verstanden, und bei der Erstellung eines Kaufvertrages sollten Sie hier vor allem darauf achten, dass die Qualität der Ware so genau wie möglich beschrieben wird, sodass es dann in weiterer Folge zu keinem Missverständnis kommen kann. Darüber hinaus müssen im Rahmen eines Kaufvertrages auch zwingend die Menge angegeben werden. Das heißt, wie viele Stück bzw. welche Dienstleistung wird dementsprechend auch versprochen. Und darüber hinaus zählt zu den gesetzlichen Bestandteilen eines Kaufvertrages natürlich auch noch der Preis, welch Wunder. Zusätzlich können Sie dann zu den gesetzlichen Bestandteilen auch noch zahlreiche weitere Vereinbarungen treffen. Wie zum Beispiel die Lieferbedingungen, also wann wird geliefert und wohin wird geliefert. Aber darüber hinaus können Sie dann zum Beispiel auch noch Zahlungsbedingungen vereinbaren, also wie schnell ist zu bezahlen, gibt es eventuelle Skonti oder Rabatte, wie muss die Ware verpackt werden, damit sie ordnungsgemäß geliefert werden kann. Welche Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche liegen dahinter? Kommt es zu Penalzahlungen? Gibt es Penalzahlungen? Darunter wird vor allem verstanden, wenn man nicht fristgerecht sich an die Vertragsbedingungen hält, dass dann dementsprechend eine gewisse Strafzahlung fällig wird. Oder aber auch zum Beispiel Eigentumsvorbehalte, dass das Eigentum erst wechselt, wenn die Bezahlung zum Beispiel erfolgt ist und so weiter. Aber gerade speziell im Zusammenhang mit den Lieferbedingungen und den Eigentumsvorbehalten gibt es hier zahlreiche unterschiedliche Ausprägungsformen, und von diesen unterschiedlichen Ausprägungsformen spricht man von den sogenannten Incoterms. Aber mehr zu diesen Incoterms werden Sie in naher Zukunft in einem eigenen Video erfahren. Ja, soviel einmal zu den gesetzlichen Bestandteilen eines Kaufvertrages bzw. auch zu den zusätzlichen Bestandteilen eines Kaufvertrages. Und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.